Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelerde, Schatten des Krieges. Weiter geht's in Minas Ithil und ja, wir haben zuletzt eigentlich alle Aufgaben erledigt, die wir ja erledigen können. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Wir haben nur noch jeweils diese Missionen hier, die Machtprobe und Gragaro, irgendwie sowas, Raubzug. Das lohnt sich aber nicht. Denn mir wurde gesagt, auch danke für den Tipp, nur Hauptmänner bringt's nicht, weil irgendwie alle paar Tage kommen hier neue Hauptmänner, da kann man sich tot machen. Aber es war ganz gut, dass wir ein paar Folgen Hauptmänner gemacht haben, denn jetzt sind wir schon ein gutes Level, denn der gute Ericsson hat mir den Tipp gegeben, denn er ist zum Beispiel durchgerannt durch die Story und ist so schlecht, sage ich mal, von den Stats her, also von dem Level her, hat zu wenig Nebenmissionen gemacht, dass er dann die Bosse da nur mühevoll schafft und deswegen ist es gar nicht so verkehrt, auch mal, ja, Folgen zu machen, wo wir nur Hauptmänner machen. Ihr seht es im Titel, also in der Beschreibung, wie das Video heißt. Da habe ich jetzt immer in eckigen Klammern ein NM oder ein SM. NM für Nebenmissionen, SM für Story-Missionen. Dann könnt ihr selber abwägen, möchtet ihr sehen, wie ich Hauptmänner töte und Nebenmissionen mache oder möchtet ihr wirklich nur die reine Story sehen. Das als kleine Erläuterung. Ich habe es auch nochmal bei den ersten Folgen drunter geschrieben. Werde ich jetzt nicht mehr tun ab der Folge. Und genau, wir machen weiter. Man kann nämlich hier rauszoomen und ist dann auf der Weltkarte. Das wusste ich gar nicht. Das wurde mir gestern auch erst gesagt. Und dann sehen wir schon, hier ist die nächste Mission. Der Palantir, so heißt das Ding, ist vorerst außer Reichweite. Aber vielleicht können Krankas Visionen dich leiten. Und was haben wir hier noch? Kommen wir da überhaupt hin? Da könnte man hin. Nö. Wir gehen mal zur Hauptmission. Wir machen erstmal ein bisschen Hauptmission. Machen Schnellreise und los geht's. Jep. Machen wir. Schnellreise. So. Erstmal eine kleine Einführung. Wie gesagt, habt ihr erstmal gehört, was jetzt NM und SM heißt. Es war für mich die schlauste Lösung, weil man kann dieses Spiel quasi nicht durchspielen, ohne Nebenmissionen zu machen. Also nur die Story. Das funktioniert nicht. Man muss aufleveln. Und Feinde besiegen und das haben wir jetzt auch gemacht. Haben wir echt ganz gut gemacht. Ich werde jetzt aber versuchen, das immer abzuwechseln. Mal Hauptmission, mal Story-Mission. Denn man kann ja immer wieder zurück in die Gebiete. Ich dachte, man ist dann vielleicht raus, wenn man zu viel Story macht. Aber jetzt erstmal Story hinter feindlichen Linien. Klinge in der Dunkelheit. Die Armee von Kirit Ungol sammelt sich vor den letzten Angriffen auf Minas Ithil. Kranker hat Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee finden und eliminieren kannst. Kehre zu ihr zurück und zerstöre Saurons, ich will mal Saruman sagen, ich weiß auch nicht warum, Armee von innen heraus. Setze feindliche Außenposten außer Gefecht, um die gegnerische Stärke in einem Gebiet herabzusetzen. Besiege den Hauptmann, der den Befehl über den jeweiligen Außenposten hat. Ja, das will ich auch machen. Da habe ich mich ja jetzt gestern in den anderen Folgen, in der vorletzten Folge, glaube ich, so doll gefragt, wie kriege ich denn den Außenposten? Guck mal, das sieht aus wie Wildschweine. Jetzt würden hier Wildschweine stehen. Mit ein bisschen Fantasie sieht das aus wie Wildschwein. So, okay, genug rumgesponnen. Oh, da ist so ein Vieh und ich kann es nicht reiten. Neuer Feind! Krauks. Krauks sind furchteinflößende Bestien, die nur mit anhaltendem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden können. Okay. Lade beim brüllenden Krauks einen Kopftreffer mit einem aufgeladenen Schuss, um sie zu betäuben. Ui, okay. Müssen wir die denn töten? Ey, du brauchst ja nicht wegrennen, Kollege. Das ist, guck mal, der hat keine Waffe, nix. Den hätten wir eigentlich aussaugen können. Werfen die Steine? Die werfen Steine. Was stimmt denn mit denen nicht? Ach, guck mal, hier, er macht jetzt einen auf King. So, komm mal ran hier. Muss man wieder reinkommen. Das ist immer krass, sobald man dann wieder anfängt zu spielen. Muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. So. Wir haben da das große Vieh. Wir haben aber auch einen Fähigkeitspunkt. Leute, ich will das Vieh reiten. Ich will es reiten. Da können wir nämlich. Geil, Leute. Das versuchen wir jetzt. Erste Quest für mich in dieser heutigen Folge. So einen komischen Krauks zu reiten. Wir müssen nur mal gucken. Guck mal, der ist ja schon gut verletzt. Weil das heißt, wenn er brüllt, er muss halt erstmal brüllen. Ah, jetzt brüllt er, guck mal. Brüll doch mal! Au! Wie kriegen wir den denn zum Brüllen?
Ach, guck mal, der ist gebrochen. Er ist schon gebrochen. Jawohl! Das ging einfach. Hier kommt er, euer Ende. Berittener Kampf. Kraux. Angriff ist klar und dann mächtigen Angriff. Geil! Juhu! Mach sie platt. Wie geil ist das denn? Ich feiere das voll, dass man hier so viel reiten kann. Auf ihn drauf, direkt. So, bam. Der haben wir auch mal. Da kommen wieder neue. Ach, hier oben haben wir noch ein rotes Auge, sehe ich gerade auf der Karte. Er ist mein Untergang, weißt du, er klebt unter meinem Fuß sozusagen, aber er ist mein Untergang. Ha! Da sehe ich nicht lache, Kollege. Okay, wir haben Wut voll. Ja, lass dich schmecken, Kollege. Guck mal, das ist ja hier so ein... Guck mal, die rennen vor mir weg. Voll draufgesprungen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten das Auge holen. Warte mal, das Vieh kämpft doch für mich. Das bleibt doch in meinem Besitz, glaube ich. Oh, der kann klettern. Das hätte ich jetzt nicht... Okay, weiter wollte er nicht. Zeig mal ganz hier hoch. Wie geil ist das denn? So ein Riesenvieh klettert einfach mal hoch mit seinen Pranken. Finde ich richtig geil. Lass uns erstmal das Auge holen. Dann nehmen wir den einfach mit. Ich wollte gerade sagen, wenn wir den abstellen, der bleibt doch für uns. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kann ich absteigen. Ich wäre... Okay, ganz normal absteigen. So. Sieht voll geil aus, dass das Speeder auch noch steht. Ein neues Accessoire. Das Vieh. Okay, gucken wir mal, was wir entdecken sollen. Da haben wir irgendwas. Da ist ein Artefakt. Da ist was. Jetzt sind wieder die Dinger zum Finden. Noch ein Artefakt. Okay, das war's aber noch nicht. Da sind die Hügel-Dingsbums. Weil das sieht ja durch die Wand oder was? Der hat einen Wallhack, Leute! Das ist auch ein Artefakt. So, jetzt fehlt uns noch ein so ein Ding, was wir finden sollen. Hier irgendwo. Bestimmt da an der Wand. Nee, da. So, jetzt haben wir alles. Verlassen und wieder rauf auf das Ding. Aufsitzen. Jawohl! So, weiter geht's, Großer. Ich feier das Vieh voll, ey. Das ist richtig OP. Wir müssen da hoch, Kollege. So, dann lassen wir das Vieh mal kämpfen. Du kämpfst mal schön weiter. Und wir holen uns das so lange. Nertain. Nertain. So, das war's schon. Ich bin nun wieder weg, Leute. Ihr seid nicht wieder los. Den Krauk. Tötet den Krauk. Niemals. Ich feier das mega. Juhu, der ist auch so, der bewegt sich auch voll geil. Das haben wir richtig gut hingekriegt. So, hier haben wir noch irgendwo das Artefakt, das wollen wir uns auch gleich. Ich weiß, wie es ist, vom Tod zurückzukehren. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld anheim, bis mich kriechende, windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Magen krochen über mich und in mich hinein, fraßen das tote Fleisch von meinen Wunden. Jetzt sind sie bei mir, für immer. Eine kriechende, sich windende, ewige Qual. Darauf ist er stolz? Was stimmt denn mit ihm nicht?
Und wie hat er mich gerade genannt? Menschen abschauen? Wart mal ab, Kollege. Jetzt sitzt du erstmal eins auf die. Auf der Mappe. So, jetzt wurde Maske-Match, Junge. Steht er in deiner Hütte und ich krieg den nicht? Der ist gar nicht so doof, wie er aussieht. Komm mal raus, du Made. So, jetzt haben wir einen. Oh ja, wir haben. Hey, wir konnten den nicht essen. Ich wollte den doch essen. Wir springen hier auf den rum, ey. Erzöhnt durch tödliche Wunden. Der ist aber stark, ey. Der ist Level 16. Da macht mein Groll hier, mein Krauk. Oh, ist er tot? Schau mal ran, Digi. Ich zeig dir mal, welche Made du... Wer hier die Made ist. Oh. Oh. Jetzt haben wir ihn. Stirb, Junge. Bam. Nice, der hat wieder was Goldenes. Das ist bestimmt stärker. Gucken wir mal. Jawohl, natürlich ist das stärker. Nehmen wir. Mir ist eigentlich immer kackegal, Leute, wie das aussieht. Hauptsache, es ist stärker. So. Was ich aber noch nicht verstanden habe, wie man... Wartet mal. Ja doch. Ins Inventar muss ich, sorry. Wie man denn... Da stand doch irgendwas von wegen, man kann hier Juwelen... man kann da mehrere reinpacken oder kombinieren oder so. Da. Verbesserung nicht verfügbar. Das verstehe ich nicht. Wie man da mehrere reinpacken kann. Ach doch, guck mal, jetzt haben wir schon zwei drin. Ah... Ich verstehe. Okay. Kraft könnte man natürlich auch noch machen. Aber Kraft... Nee. Und das hier ist Wohlstand. Das ist, da erhalten wir halt Dollar, wenn wir Gegner töten. Hier erhalten wir halt Gesundheitsraub. Und hier 10% mehr Schaden. Nö, lass mal schon. Gesundheit ist schon ganz gut so. So, jetzt haben die meinen Kraut getötet. Waren doch so gute Freunde. Oh, hier brennt's, hier muss ich aufpassen. So, gib mir das. Es ist leicht, die Orks als Bestien abzutun. Doch ihre Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv. Doch sie erfüllen ihren Zweck. Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten. Ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Das hört sich gut an. Ich will auch jeden Schädel spalten. So, okay. Diese Keule ist viel älter als das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. Dieser Hieb auf meinem... Leute, ich habe gerade was Lustiges gesehen. Das zeige ich euch gleich. Ach Mann. Irgendwas ist hier faul. Irgendwas ist hier faul. Nee, nicht Armee, nicht Armee. Aufträge, da wollte ich hin. So, und dann können wir hier nämlich mal gucken. Gondor-Aufträge sind alle abgeschlossen. Bis jetzt, 33%. Und jetzt haben wir nämlich ihr Auftrag. Ist der jetzt markiert? Auswählen. So, jetzt ist er ausgewählt. Und jetzt achtet mal hinten auf die Orks, die da stehen, die vier. Die machen alles Gleiche. Wir brauchen den Ring. Wer bist du denn? Ich habe die Augen eines Hetzers, die Zähne eines Wolfs und die Knie einer Fledermaus. Du hast ja Augen wie eine falsche Schlange, Zähne, die mal zum Zahnarzt müssten. Und was war das Letzte? Hab ich schon wieder vergessen. Aber er ist schön bemalt. Du siehst ganz schön aus, du bist ja ganz süßer. Oh, gibt sie mir den Kopfnuss, die Sau.
Okay, wartet mal, wir machen das anders. Wir werden den nochmal betäuben. Und den anderen aussaugen, dann haben wir wieder Energie. Au. Schnell, schnell, schnell. Eigentlich wollte ich den auch so. Oh. Au, au, au. Radium! Das ist ganz schön gewieft, ey. Der Alte, ich hab's nicht gelaufen. Erzürnt, er ist erzürnt, Leute. Ist er jetzt schon tot? Ich wollte eigentlich hinrichten machen. So, hier haben wir noch einen Bogen. Bogen des Weitläufers, den haben wir schon. So, okay, dann machen wir jetzt erstmal die Story. Wo ist denn noch irgendwas zwischen uns und der Story, was wir gleich machen können? Nee. Wir holen uns das Ding und gehen dann zur Story. Achtet mal drauf, die machen alle das gleiche, die vier da hinten. Der schreit die an. Finde ich echt ganz interessant, dass man... ein Headbutt. Damit habe ich schlechte Erfahrungen, Leute. Guckt euch meine schiefe Nase an. Ich habe etwas gesehen. Was ist der verdammte Tag? Auf den Ball! Der verdammte Tag. Red mal Deutsch, Jung. Da komme ich nicht hoch. Wie komme ich hoch? Oh. Ich bin dann mal weg. Das ging schnell. Ja, stell dir vor. So, wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwie da rüber, da hoch, dahinter. Wie auch immer. So. Au. Mensch, der will nicht. Wieso kann man denn nicht? Ich wollte von dem Dings abspringen, von dem Balken und hier hoch. Aber irgendwie wollte er nicht, wie ich wollte. Oh, was seid ihr denn für Hübsche? Die vergiften. Du bist vergiftet, deine Gesundheit nimmt langsam ab und es wird... Das ist ja eklig. Die haben mich angespuckt. Muss ich hier lang? Ich glaube ja. Oh, den Geysir. Schulterstoß. Die Beine soll ich schießen, das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Die Beine eines Urks. Gucken wir mal. Schleicht da jemand um? Hi, Freunde. Töte den doch jetzt endlich. Ich will noch keine Hinrichtung, die gebe ich mir auf. Oh, scheiße, die geht dann auch wieder weg. Hallo. Da ist er. So. Ich will eigentlich nur euer komisches Dings haben. Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Wie kommt man da hoch? Hier ist natürlich echt Action. Mitten im Sperrgebiet. Vielleicht hier lang? Hä? Ach was. Und von da kommst du da? Alter, hier musst du... Musst du erstmal halben Zirkusakt hinlegen. Also erst hier hoch. Ich finde es sehr schön, dass in
Twitch-Chat die neuen Emotes so gut ankommen. Wurde ja auch Zeit. Hey, du sollst da hoch, Kollege. Wieso kommst du da jetzt nicht hoch? Will mich eigentlich komplett zerwarschen? Ah, Seilrutsche und so. Was, wie hat er mich gerade genannt? Wo bist du, du raffinierter Schrank? So. Und hier haben wir es. Aufsammeln! Ui. Eanur, der letzte König von Gondor, forderte den Hexenkönig selbst heraus, im Herzen Angmars. Gerüstet für den Kampf und nicht für Zeremonien, ließ er seine Krone zurück, als er nach Osten in sein Schicksal ritt. Wir hüten sie für den Tag, an dem ein König Gondors zurückkehrt. Doch wir brauchen einen König, der klug genug ist, den Hexenkönig nicht allein herauszufordern. Na wir machen das. Wir hauen ihn richtig weg. Gibt's da eigentlich noch mehr? Was ich jetzt... Zerstöre den Stammes des Oberherren. Dann lass uns das noch schnell machen, diese Leute. Diese Krone ist eines Königs würdig. Ah, aber dein Volk hat seine Könige verstoßen, nicht wahr? Gar nicht wahr, ich bin gar nicht mehr da. Du hast mich nie gesehen. Hehe, Bienen! So, wir müssen irgendwie da hoch. Lass uns mal von oben gucken, damit die mir nicht auf den Sack gehen. Wie, das Ding sollen wir kaputt machen? Wie sollen wir das kaputt machen? Er ist wieder da! Habe ich mich zwar selber mit angezündet. Wie zum Teufel sollen wir das kaputt machen? Da stand doch... Zerstöre das Stammes... Monument... des Oberherrn. Aber wie? Häng fest. Das reicht auch nicht, um das kaputt zu machen. Aufklettern. Ah. Oh, das gibt Sachen. Randale. Ich kenne nur Randale. So, nice, dann haben wir das auch. So, dann lasst uns, damit es auch eine reine Nebenmissionsfolge bleibt, lasst uns noch den Dings hier holen. What? Dieser Ork hält Karagor. Nützlich im Kampf, tödlich im eigenen Lager. Wollte gerade sagen. Kann ich schön gegen ihn verwenden. Wo ist er denn, der Hübsche? Wir sollten zu Kankra zurück. Sie kann uns helfen. Wir haben in Sauron zwar einen gemeinsamen Feind, doch sie ist nicht unsere Verbündete. Wie viele Leute hier auch rumpümmeln? Wo ist er denn? Der Kackhauptmann. Da ist er. Krosh. Krosh, der Pökler. Okay. Er hat keine, wir sehen die Schwächen nicht. So überrumpelst du mich nicht. Und du hast doch aber schon Dings gekriegt. Hat er gut abgewehrt. Der Tod hat viele Gesichter, aber was ist noch schlimmer als ein Tanz mit diesem Kerl hier? Bitte was? What? Ich will doch nicht mit ihm tanzen. Oh, guck mal.
Und es hat Boom gemacht. Sehr schön. Aber ich muss aufpassen. Jetzt haben wir ihn. Was? Der ist immun dagegen? Okay. Wertloser Narr! Muss mal raus aus dem Feuer hier. Der ist immun gegen Hinrichtung. Aber nicht immun gegen Pfeile. Einmal rein in die Achse, bitte. Oh, der ist gestolpert, genau wo ich loslasse. Auch nicht schlecht. Diggi, du brennst. Der trotzt wieder. Ich wette, in Gondor hält man dich für stark. Tja, in Mordor ist allein das Überleben doppelt so hart. Der trotzt dem Tod, Diggi. Du trotzt dem Tod, ja? Du kleiner, blöder Penner, du trotzt dem Tod. Komm her jetzt, ja. Warum kommen denn jetzt hier eigentlich schon wieder so viele? Ich will doch eigentlich nur den Typen da. Jetzt ist er tot. Ins Face getreten. So. Okay. Also wir müssen uns das Zeug natürlich alles holen. Geil, die flüchten alle. Mit denen kann ich mich schön aufladen. Platsch. Ghule? Einzelne Ghule sind schwach, aber in der Horde sind sie tödlich. Einige Ghule versprühen Gift auf ihre Feinde. Das haben wir doch. Die haben wir doch schon längst. Wir wurden doch schon einmal angespuckt. Oh, 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 oh. Gleich so viele, ja? Ihr geht aber ran. Toll, die mit einem Schlag tot. Halt mal ab. So, okay, jetzt sammeln wir mal das Zeug an. Einmal Money. Ach nee, doch, Money und. Ein Juwel. So, die Story-Mission wollten wir noch nicht machen, haben wir gesagt. Was ist da denn? Joa, dann lass uns das machen. Wo ist er? Ja, ihr werdet auch sehen, das werden immer jetzt hier nicht nur 20 Minuten Folgen, sondern das wird auch ein bisschen länger sein. Aber es lohnt sich halt sonst auch nicht. Man macht ja hier auch eine Menge. Und vor allem, ich dachte, ich muss ja ehrlich sagen, ich dachte am Anfang, ja, cool, ja, der Ringe, Mittelerde, da spielst du irgendwie wieder 10, 20 Stunden durch und dann abgehakt. Geiles Spiel. Aber das ist einfach so komplex und wird so viele Stunden in Angriff nehmen. Ich freue mich, ich habe mega Bock. Aber ich muss mehr Zeit einplanen in meinen Streamplan, den ich mir im Kopf zurechtgelegt habe. So, locke den Kommandanten des Außenpostens hervor, indem du schleichen. In Schnellfolge Feinde tötest. Ein Sieg über den Kommandanten Außenposten deaktiviert den Alarm. Was, wir sollen schleichend? Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. What the fuck? Im Schleichen getötete Feinde? Und was war das andere? Vorsprung Schleichtötung. Ach du Scheiße, vor allem hier. Hast du das gehört? Holy shit. Was, habt ihr mich jetzt schon gesehen? Das ist natürlich fail, der hat mich schon gesehen hier oben, das zählt nicht. Jetzt muss ich warten, bis das abgeklungen ist, oder was? Und dann haben wir da unten... Das war nicht bloß der Wind, diesmal nicht. Zählt das schon? Das hört sich nicht gut an. Schleich getötete Feinde. Das sind halt zwei. Oh, drei. Meine, die werden auch immer mehr. Ich glaube, wir werden gleich jemanden in Stücke reißen. Na, haut mal ab, verteilt euch mal. Wenn ich jetzt auf Unlocken mache. Zeit für einen ordentlichen Kampf. Das schaffe ich nicht in der Zeit. Ich lasse mir viel zu viel. Kommen den anderen auch gleich. So, okay, zwei brauche ich noch im Schleichen. Nee, das schaffen wir nicht.
Ich hätte auch einen Drachen. Was ist das da eigentlich? Wenn man schon auch kaputt schießt. Okay, das geht wieder von vorne los, okay. Was ist mit dem Vorsprung-Schleichtötung? Was ist eine Vorsprung-Schleichtötung? Wenn ich von oben irgendwo runterspringe, oder was? So. Das wird der oben sein. Komm mal her, vielleicht ist das eine Vorsprungstötung. Warum so schnell? Wie kannst du es dann genießen? Ich zeig dir, wie man das Töten ordentlich verlängert. Ich hasse ja die Typen, die mit Sperren sind. Erzürnt durch Festnageln. Das ist eine Stärke. Das ist ein Zerstörer. Wirft Bomben. Wo ist er denn? Da unten. Sie haben mir von dir erzählt, aber nicht deine Schönheit erwähnt. Oh, oh nein, das haben sie nicht. Du gehörst jetzt mir, Liebster, für immer und ewig. Für immer und ewig? Ist sehr süß. Jetzt haben wir ihn. Damn. Der wäre ja easy. Diggi, du hast viel zu große Reden geschwungen dafür, dass du so schnell tot warst. Na, leider haben wir diese Bonusmission nicht geschafft. Aber stillgelegt. Trophäe erhalten. Und Fähigkeitspunkt. Und jetzt rennen wieder alle weg. Die haben alle Angst vor mir. Du bist der Nächste! Sehr schön. Ja, nice, hat mir das auch geklärt. Ach, guck mal, jetzt haben wir den Außenposten hier sozusagen eingenommen. Diese rote Stelle. Und an der Stelle, Leute, machen wir aber auch erstmal einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Chris. Tschüss. Lauft zu eurem Meister und richtet ihm dies aus.